Franziska, wir wissen, dass bei ADHS-Betroffenen ein gesunder Schlaf sehr wichtig wäre. Aber wie kommst du jetzt darauf, dass ein gesunder Schlaf etwas mit der Ernährung zu tun hat? Gesunder Schlaf, wie du bereits erwähnt hast, ist enorm wichtig, weil im Schlaf wird das Langzeitgedächtnis gebildet, das, was man am Vortag gelernt hat, wird über den Schlaf konsolidiert, sodass ein besseres Langzeitgedächtnis besteht. Man kann am Folgetag sich auch besser konzentrieren. Man ist allgemein weniger Stimmungsschwankungen ausgeliefert. Man ist stabiler, auch emotional, daher auch weniger Impulsivität. Daher der Schlaf bei ADHS-Betroffenen enorm wichtig und eben das Problem, er ist häufig gestört. Ich nehme an, es gibt verschiedene oder sehr viele Gründe, warum der Schlaf schlecht ist. Es gibt viele Gründe, zum Beispiel auch Bewegungsmangel kann einen den Schlaf verschlechtern, aber ich möchte nochmals auf die Ernährung eingehen, weshalb die Ernährung einen großen Einfluss haben kann. Es ist so, dass die Darmbakterien, die bilden Botenstoffe, wie beispielsweise Serotonin oder Melatonin. Serotonin, das Glückshormon, das tagsüber im Körper aufgebaut wird, wird abends in Melatonin umgebaut. Das heißt, wer wenig gute Darmbakterien hat, ein schlechtes Darmmilieu, baut weniger Serotonin auf und am Abend weniger Melatonin. Ja. Was ist Melatonin? Melatonin ist das Schlafhormon. Das ist das Hormon, das gegen Abend ansteigt und den Schlafdruck, also die Müdigkeit, erhöht. Das heißt, wer wenig Serotonin tagsüber gehabt hat, ist am Abend weniger müde. Und daher schläft diese Person schlechter ein oder schläft auch schlechter durch. Und mit der richtigen Ernährung kann ich das deutlich beeinflussen. Wenn das Darmmilieu gut ist, viele gute Darmbakterien, dann werden mehr gute Botenstoffe, Serotonin, Melatonin im Darm aufgebaut und stehen dem Körper zur Verfügung. Es gibt aber auch noch einen weiteren Punkt und das ist Koffein. Es ist so, dass Koffein den Schlafdruck deutlich erniedrigt, kann man sagen, dass Leute, die viel Koffein noch im Körper haben, am Abend schlechter einschlafen. Weil Koffein, das hat eine Abbauzeit von 3 bis 7 Stunden und das heißt Halbwertszeit, das heißt die Hälfte des Koffeins ist in 3 bis 7 Stunden wieder im Körper ausgeschieden. Wer also am Mittag, nach dem Mittag noch einen Kaffee trinkt, der hat 7 Stunden später erst die Hälfte des Koffein aus dem Körper, je nachdem. Und das kann dazu führen, dass man am Abend schlechter einschläft. Am Morgen muss man aber wieder früh raus für die Arbeit oder für die Schule und kommt somit auf weniger Schlafstunden. Heißt das, dass ADHS-Betroffene dann eigentlich auf Kaffee verzichten sollten? Also es gibt Leute, die sind sehr sensibel auf Koffein, das heißt, die bauen das Koffein schlechter ab, die sollten möglichst auf Kaffee verzichten oder wenn, dann nur am Morgen einen nehmen. Aber besser wäre natürlich, den Kaffee zu verzichten, weil auch wenn man das Koffein schneller abbaut, hat es trotzdem einen negativen Effekt eben auf den Schlaf. Wenn ich gut schlafe, heißt das, dass meine Konzentrationsfähigkeit dann besser ist? Schlaf hat einen enormen Einfluss auf die Konzentrationsfähigkeit, weil über Nacht regenerieren sich die Nervenzellen und eben auch das Lernen, das sich Konzentrieren, das Fokussieren auf etwas am Folgetag deutlich besser ist. Und diese Regeneration ist gestört oder vermindert, wenn man schlecht schläft? Genau. Das heißt, es ist für die Hirngesundheit ist es enorm wichtig, dass jemand einen guten Schlaf hat. Und guter Schlaf heißt nicht nur viele Stunden, sondern eben auch, dass man in den tiefen Schlaf kommt. Und dafür braucht es genügend Melatonin im Körper. Was natürlich ein Gegenspieler vom Schlaf ist, ist der Stress. Weil Stress bringt den Cortisolspiegel hoch und Melatonin ist wieder Gegenspieler. Wenn der Cortisolspiegel hoch ist, dann kann jemand nicht in einen tiefen Schlaf kommen oder nur kurze Zeit und hat daher auch wieder die negativen Auswirkungen von einem leichten Schlaf. In deiner Praxis, wenn du ADHS-Betroffene berätst, dann sind das wesentliche Themen, gehe ich jetzt davon aus. Und also die Schlafverbesserung, die Stressreduktion, das tönt ja alles so einfach. Oder?
Genau, also aber ich gehe immer... Ja. Fast alle sind gestresst. Also hast du da noch einen Tipp, wie man Stress reduziert? Also ich gehe wirklich immer so die großen Grundpfeiler an. Und das sind für mich Ernährung, Bewegung, Schlaf und Stressregulation. Und alle vier beeinflussen einander und haben aber einen sehr großen Einfluss auf die Gesundheit. Und dort möchte ich bei all diesen Faktoren möchte ich schauen, wie kann die Person den Alltag gestalten, dass diese Faktoren optimiert werden. Bei Stressregulation zum Beispiel ist es sehr hilfreich, in Bewegung zu kommen oder Sport zu machen, um Stress abzubauen. Wenn jemand wegen Stress am Abend nicht einschlafen kann, gibt es die Möglichkeit, dass man die Sorgen oder die Probleme aufschreibt und mit einem Zeitpunkt oder mit einer Uhrzeit und einem Datum dazu schreibt, wann man dieses Problem angeht. Weil wenn es konstant rumiert, sozusagen, wenn man konstant darüber nachdenkt, über dieses Problem, dann steigt der Stressspiegel und man kann wieder schlechter schlafen. Also, das sind solche kleinen Tipps, die wir dann besprechen und die die Leute dann ausprobieren und wo wir schauen, wie kann man das verbessern. Ein großer Einfluss hat die Bildschirmzeit. Man sollte 2 bis 3 Stunden vor dem Schlafen gehen, nicht mehr dem blauen Licht ausgesetzt seid, die Bildschirmzeit möglichst eliminieren, besser in einem Buch zu lesen oder einen kurzen Spaziergang in der Dämmerung zu machen. Vielen Dank, Franziska, für diese guten Anregungen.